Hast du dich jemals gefragt, ob du ein musikalisches Genie bist? Mit diesem Test kannst du herausfinden, ob du der neue Mozart bist oder ob du dringend Musikunterricht brauchst. Schnapp dir deine Kopfhörer und viel Glück. Für Einsteiger werden wir dein Wissen über Tonhöhen messen. Wenn du zu den Menschen gehörst, die bei AI ihren Lieblingssongs verstimmt singen, wirst du dabei viel lernen. Wenn du aber ein perfektes Gehör hast, dann geh doch einfach in ein Musical. Du wirst zwei Noten hören, die nacheinander gespielt werden. Kannst du sagen, ob die zweite Note tiefer oder gleich wie die erste ist? Wenn du sagst, dass sie tiefer ist, dann hast du recht. Noch ein paar Punkte mehr und du könntest mit Taylor Swift Crew auf Tournee gehen. Was meinst du? Die nächsten Töne sind vielleicht ein bisschen höher, aber kannst du erkennen, ob die zweite Note höher oder tiefer als die erste ist? Hast du höher gesagt? Dann hast du es richtig gemacht. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Du hörst zwei Töne, die durch einen 5-Sekunden-Abstand getrennt sind. Kannst du erkennen, ob sie gleich oder verschieden sind? Ja, es waren dieselben. Ich muss sagen, ich mag, wohin das führt. In der nächsten Runde hörst du einen Akkord und eine Note. Wenn sie den Unterschied zwischen den beiden nicht kennen, denken sie einfach daran, dass ein Akkord aus mehreren Noten besteht. Du musst uns sagen, ob du denkst, dass dieser Akkord und diese Note gut zusammenpassen oder ob sie sich gegenseitig stören. Ich würde sagen, sie passen wirklich gut zusammen, oder? Herzlichen Glückwunsch! Du hast den ersten Teil des Tests überstanden, ohne aufzugeben. Das sagt doch einiges über dich aus, oder? Aber bevor wir zum zweiten Teil übergehen, haben wir eine Überraschungsbonusrunde für dich. Wir bringen ein paar klangbezogene Trivialitäten. Welches ist das Tier mit dem besten Hörvermögen? Wenn du sagst, es ist eine Motte, dann haben sie richtig gelegen. Diese kleinen Tiere können bis zu 300 KHz hören. Und du hast es in die zweite Runde geschafft. Dieses Mal testen wir deine Fähigkeiten als Produzent. Wie jeder gute Musikproduzent musst du Harmonien beherrschen. Jetzt hörst du eine Tonleiter und eine Note. Du musst beurteilen, ob diese Tonleiter und diese Note gut zusammenpassen oder ob sie überhaupt nicht zusammenpassen. Los geht's! Ich würde sagen, sie passen doch zusammen, oder? Lassen Sie uns nun über die Melodie sprechen. Was ist eine Melodie, fragen Sie sich vielleicht. Technisch gesehen ist sie eine Kombination aus Tonhöhe und Rhythmus. Im Volksmund ist es der Ohrwurm, der tagelang im Kopf bleibt. In diesem Teil hörst du einen Akkord, gefolgt von einer Melodie. Kannst du erkennen, ob beides zusammenpasst oder ob sie total schrecklich klingen? Oh mein Gott, ich habe noch nie etwas Schlimmeres gehört. Nur ein Scherz, natürlich habe ich das. Aber die Antwort ist nein, sie passen nicht zusammen. Okay, das hier ist dasselbe wie vorher. Passt diese Melodie zu dem Akkord oder kollidieren sie? Oh, jetzt viel besser. Sie passen doch zusammen, oder? Gut für Sie. Du hast gerade den zweiten Teil dieses komplexen Tests absolviert. Ich hoffe, Sie haben die meisten Antworten richtig beantwortet. Was sagst du dazu? Wirst du nach deinem bisherigen Ergebnis der nächste Harry Styles? Oder Olivia Rodrigo? Ich hoffe es.
In dieser Bonusrunde sprechen wir über Tonalität. In der westlichen Musik gibt es zwei Haupttypen von Tonarten, Dur und Moll. Dur-Tonleitern und Akkorde klingen offen und lebendig. Und sie werden verwendet, um glückliche Gefühle zu vermitteln. Moll-Tonleitern und Akkorde hingegen klingen geschlossen und dunkel. Ein Künstler verwendet diese Tonart, wenn er möchte, dass man ein trauriges Gefühl empfindet. In dieser Runde hörst du also einen Akkord, gefolgt von einer kurzen Melodie, so wie wir es vorher gemacht haben. Aber dieses Mal musst du mir sagen, ob es sich bei diesem Beispiel um eine Dur- oder eine Moll-Tonalität handelt. Jetzt geht's los! Moment mal. Ist das ein Sample aus einem Adele-Song? Es ist definitiv eine Moll-Tonalität, richtig? Es vermittelt ein traurigeres, intensiveres Gefühl. Machen wir weiter, ja? Hören Sie sich dieses Beispiel an und sagen Sie uns, ob Sie es für eine Dur- oder Moll-Tonalität halten. Ah, das klang fröhlich. Also ist es Dur. Da wir hier musikalische Genies testen, wird die nächste Runde um einiges schwieriger werden. Musikalische Melodien haben etwas, das Musiker Dissonanz und Konsonanz nennen. Du kannst dir das wie eine Frage und eine Antwort vorstellen. Dies ist ein Beispiel für eine Frage. Dies hingegen klingt eher wie eine Antwort. Während ein Teil der Melodie nach oben geht, scheint der andere nach unten zu gehen, oder? Okay, ihr Genies, hört euch diese Melodie an und sagt uns, klingt das wie eine Frage oder eine Antwort? Igitt, das war schwer. Wenn du sagst, es klingt wie eine Antwort, dann hast du es geschafft, Beethoven. Versuchen wir es einmal mit dieser Melodie. Kannst du sagen, ob diese Melodie gelöst klingt wie eine Antwort oder ungelöst wie eine Frage? Diese war definitiv ungelöst. Hurra, ihr Jungs! Ich wusste, dass ihr mich nicht enttäuschen würdet. Wir kommen also zum letzten Abschnitt unseres Tests. Wenn Sie bis jetzt etwas gelernt haben, werden Sie die nächste Frage richtig beantworten können. In diesem Teil hören Sie 7 aufeinanderfolgende aufsteigende Noten. Dann machen wir eine Pause von 5 Sekunden und Sie hören eine einzige Note. Sie müssen nun einschätzen, ob die letzte Note, die wir gespielt haben, in der 7-stimmigen Tonleiter enthalten ist, die wir Ihnen vorgespielt haben. Haben Sie es verstanden? So geht's! Wenn du denkst, dass sie in der 7er Tonleiter enthalten war, dann hast du es richtig gemacht und du hast definitiv ein tolles Gehör. Machen wir das noch einmal. Hören Sie sich die Tonleiter an und beurteilen Sie, ob die letzte Note in der Tonleiter enthalten ist. Auch hier war sie in der 7er Tonleiter enthalten. Da unsere Ohren so heiß sind, gehen wir noch einen Schritt weiter. In diesem Teil hören Sie 2 Melodien mit 4 Noten. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, ob die 4 Noten der ersten Melodie dieselben sind wie die der zweiten Melodie. Ein Tipp: Wir werden nicht mehrere Noten ändern, nur eine. Okay, es geht los. Wenn du erkannt hast, dass die letzte Note geändert wurde, dann hast du es richtig gemacht. Hier ist es dasselbe.
hören Sie sich beide Melodien an und sagen Sie uns, ob sie gleich sind oder ob eine der Noten geändert wurde. Ja, du bist so gut. Beide Melodien waren identisch. Wiederholen wir die Übung, die wir gerade gemacht haben, aber dieses Mal dürfen wir mehr als eine Note in der zweiten Melodie ändern. So geht's. Die zweite und vierte Note der zweiten Melodie wurden also verändert, richtig? Ich muss sagen, wenn du die letzten richtig hast, bist du definitiv ein musikalisches Genie. Bevor wir zu unserer letzten Bonusrunde übergehen, lass uns deine Punkte zählen. Wenn du 90% oder mehr richtig hast, dann bist du definitiv der nächste Mozart. Wenn du zwischen 70 und 80% erreicht hast, dann hast du ein gutes Gehör. Aber du musst noch ein bisschen daran arbeiten. Wenn du zwischen 50 und 60% erreicht hast, was soll ich sagen? Hat hier jemand Kontakt zu einem Musiklehrer? Und wenn du darunter liegst, mach das Ganze noch einmal, ja? Und nun zum großen Finale präsentiere ich Ihnen den besten Hörtest der Welt. Große Musiker müssen große Ohren haben. Also lasst uns überprüfen, wo ihr im Frequenzspektrum steht. Zu eurer Information. Ein durchschnittlicher Mensch kann von 20 Hertz bis 20 Kilohertz hören. Und so funktioniert das funktioniert. Wir werden über das menschliche Klangspektrum hinausgehen und einige Tonfrequenzen abspielen, die ein menschliches Ohr normalerweise nicht wahrnehmen kann. Sobald Sie den Ton hören, halten Sie das Video an. Überprüfen Sie die Zahl auf dem Bildschirm. Sind Sie bereit? 3, 2, 1, los! Also... Welche Zahl hast du bekommen? Wenn du nicht so gut abgeschnitten hast, mach dir keine Gedanken darüber. Vielleicht kommst du im nächsten Leben als Fledermaus und hast ein super Gehör. War nur ein Scherz. Aber ich hoffe, du hattest Spaß dabei.